Wir haben heute die erste Tarifverhandlung Metall und Elektro. Wir haben unsere Forderung begründet und die Arbeitgeber haben versucht, unsere Forderung zu widerlegen. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich jetzt dabei war. Und war ganz interessant für mich und auch mal zuzuhören, wie die Arbeitgeberseite argumentiert. Von der Argumentation der Arbeitgeberseite, muss ich schon sagen, war sehr schwach. Ich habe das Gefühl gehabt, dass unsere Seite, die IG Metall halt, besser vorbereitet war und auch sachlich argumentiert hat. Bei der Arbeitgeberseite konnte man merken, da waren sehr viele Emotionen. Ich fand es erstmal überraschend, dass die Arbeitgeberseite meinte, die letzten Tarifrunden waren schon zu hoch gewesen. In dem Betrieb, aus dem ich komme, da gab es im letzten Jahr einen Umsatzplus von 8,3%. Für dieses Geschäftsjahr ist ein Plus von ca. 6% prognostiziert. Also ich denke, die Tariferhöhungen in den letzten Jahren, die waren schon angemessen. Die Nettorenditen sind immer noch hoch. Es wird immer noch viel Geld verdient. Und man merkt es auch, sie haben keine wirklichen Argumente gegen uns. Auch mit der Einfrierung des Krankengeldes für die Arbeitgeber mit 7,3% und wir ein Durchschnittseinkommen sagen wir, von 3.600 Euro brutto, 40 Euro sowieso bei jedem Arbeitnehmer dazulegen müssen, sind die 5% eigentlich noch zu wenig. Wie ich es auch erlebt habe, hat Lohnverzicht noch kein Unternehmen gerettet. Im Gegenteil. Die Unternehmen, die sich weiterentwickeln, die Unternehmen, die einen Umsatzwachstum haben, sind die Unternehmen, die innovativ sind und sind die Unternehmen, die auch investieren. Und zwar komme ich aus einem bleiverarbeitenden Betrieb und wenn man den Bleipreisverfall sieht, hätten wir, wenn es nur ums Blei gegangen wäre, wahrscheinlich einen Standort schließen müssen. Und daraufhin hat man gesagt, wie kann man ein zweites Standbein sich erbauen? Und wenn man weiß, dass in den Erzen, die wir einkaufen, ein hoher Anteil von Silber drin ist, haben wir gesagt, dann stellen wir um auf Edelmetall und haben dann eine Silberhütte gebaut. Ungefähr 70 Mitarbeiter haben wir jetzt mehr beschäftigt. Wichtig für die Arbeitgeberseite, für die Tarifrunde insgesamt ist, dass sie sich von der Vorstellung lösen, man müsse sich an den unteren 30% orientieren und das als Basis für Tariferhöhungen nehmen. Da müssen sie erstmal hinkommen, zu akzeptieren, dass wir einen Tarifvertrag für die Fläche machen. Wir sind gut organisiert bei uns im Betrieb und wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass man mit uns rechnen kann. Wir, die organisiert sind, sollten es den OT-Betrieb ohne Tarifbindung erstmal vormachen. Es gibt da einige Anzeichen, die uns gelingen könnte, diese Betriebe mit in die Tarifverhandlungen mit einzubinden. Eine Tarifrunde ist immer die Chance, auch denen, die noch nicht Mitglied sind, zu zeigen, dass es was bringt, in der IG Metall zu sein. Wer nicht Mitglied ist, ob jetzt in einer ganzen Firma oder auch als Einzelperson, tretet der IG Metall bei. Mitglied werden,